Liebe Zuschauer und Internetnutzer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet bzw. sich reingeklickt haben zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung Nachtvorlesung nachgefragt. Sie kennen unsere Sendung hoffentlich schon. Jede Woche gibt es hier von uns an dieser Stelle das Wichtigste aus einer der vielen, vielen hanseatischen Nachtvorlesungen, die Asklepios regelmäßig Ihnen anbietet. Und heute wollen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, das sehr zu Herzen geht, nämlich das Thema Geburtshilfe und vor allem Sternenkinder. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Volker Ragosch. Er ist Chefarzt der Frauenklinik in der Asklepios Klinik in Altona. Schön, dass Sie da sind. Außerdem, Herr Professor, sind Sie ja auch Buchautor und bekannt aus der ZDF-Dokumentation Babystation. Also haben einiges zu erzählen. Vielleicht können wir gleich am Anfang mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar dieses hier ist das neue Buch von Professor Ragosch. Es heißt Willkommen auf der Babystation und darin geht es, vielleicht können Sie mal kurz erzählen, worum es in Ihrem aktuellsten Buch geht. Im letzten Buch geht es darum, dass wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wie Geburtshilfe heute eigentlich modernerweise aussieht. Es ist ja mal ganz interessant, wie viele Mythen und Geschichten es zur Geburtshilfe gibt, die heute eigentlich nichts mehr mit der Realität zu tun haben, also mit dem, was moderne Geburtshilfe heute wirklich ausmacht. Wir haben versucht, in diesem Buch eine Kombination zu schaffen aus Erzählungen von Frauen, also Frauen, die wirklich aktiv heutzutage eine Geburt mitgemacht haben. Mhm. Wir haben viele verschiedene Facetten aufgegriffen, Kaiserschnittgeburten, normale Geburten, Frühgeburten, Geburten von Frauen, die älter sind, ganz junge Frauen, also viele moderne Facetten und haben die Frauen erzählen lassen und haben zu diesen Geschichten immer die ganz entscheidenden Fragen von uns beantworten lassen. Das heißt, dass die Frauen auch wirklich wissen, welche Informationen dahinter stehen, wie die Empfehlungen heutzutage sind, worauf man Rücksicht nehmen sollte und wie man sich optimal auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett vorbereiten kann. Ein anderes Buch, an dem Sie maßgeblich beteiligt waren, Herr Professor, ist das Buch, das Sie in der Hand halten, nämlich Sternenkinder. Und in dem geht es um ein Thema, das bei weitem nicht so unbeschwert und fröhlich ist, nicht so wunderschön wie die normale Geburt in Anführungsstrichen, sondern da geht es um Babys, die tot zur Welt kommen. Man sagt auch stillgeboren werden, das ist ein etwas abgeschwächter Begriff, der nicht ganz so schlimm ist. Und diese beiden Themen, also die Freude der Geburt, aber auch das Leid, was damit verknüpft ist, wenn man ein Baby tot gebären muss, das liegt bei Ihrer täglichen Arbeit ja direkt beieinander, Freud und Leid. Wie gehen Sie damit um? Ja, wir haben festgestellt, dass gerade das Thema Totgeburt oder auch Fehlgeburt fast alle Frauen sehr belastet. Wir haben natürlich als Perinatalzentrum sehr häufig mit dieser Thematik zu tun und haben festgestellt, wie wichtig die Betreuung der Frauen in dieser ganz schweren Phase ist. Was aber auch auffällt, dass die Nachbetreuung von Patienten, also wenn sie wieder zu Hause sind, eigentlich eher schlecht ist. Sie haben wenig Möglichkeiten, darüber zu sprechen, in den allermeisten Fällen auch keine Bearbeitungsmöglichkeiten, weil die Umwelt und das Umfeld von den Frauen häufig auch nicht wissen, wie sie eigentlich richtig darauf reagieren sollen. Und es ist für die Frauen fast immer eine sehr schlimme Narbe, die auch zurückbleibt, also eine seelische Narbe, die zurückbleibt. Und wir haben uns Gedanken gemacht, als wir dieses Buch geschrieben haben, dass man auch anhand von Geschichten, aber auch anhand von Informationen zu diesem Thema den betroffenen Frauen einfach die Möglichkeit gibt, mal nachzulesen, wie wirklich die Problematik aussieht, ob man zum Beispiel, was viele Frauen interessiert, ob man Schuld daran hat, dass man ein Kind hat, was gestorben ist. Weil die meisten Frauen machen sich Vorwürfe, ob sie zum Beispiel im Verlauf der Schwangerschaft irgendwas getan haben, was dazu geführt hat, dass das Kind gestorben ist. Mhm. Und wir können ganz klar von medizinischer Seite sagen, dass in den allermeisten Fällen keine Schuld vorliegt, sondern das sind schicksalhafte Verläufe. Und das muss man einfach auch bearbeiten, man muss Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen. Aber es tut manchmal auch gut, zu hören, wie es anderen Frauen gegangen ist und dass eigentlich fast alle Frauen sehr darunter leiden. Sehr, sehr wichtig, dass man auch von anderen hört als Betroffene, wie es denen dann ergangen ist. Wie kommt es denn eigentlich, dass das Thema Fehlgeburt, Totgeburt und so weiter eines der, ich sag mal, letzten großen Tabuthemen unserer sonst so offenen und durchsichtigen Gesellschaft ist? Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass man natürlich auch sehr schwer auch als Außenstehender damit umgehen kann. Häufig sind die Männer auch in einer ganz schwierigen Position, weil sie natürlich als Mann, in diesem Fall als Vater eines totgeborenen Kindes, auch sehr schwer mit der Situation umgehen können. Viele wissen auch gar nicht, wie sie ihre Frauen abfangen können. Man traut sich auch nicht, dieses Thema wirklich anzusprechen.
weil man Angst hat, da auch sehr persönlich zu werden. Und auch das gesamte Umfeld, also Freunde, Verwandte, Bekannte, versuchen dieses Thema eigentlich eher totzuschweigen, weil natürlich, gerade wenn es um Kinder geht, ist man natürlich auch emotional sehr betroffen. Und das ist, glaube ich, noch was anderes, als wenn ein älterer Mensch, ich sage mal, die Eltern oder die Großeltern sterben. Das ist ja im Verlauf des Lebens eher was Normales. Aber wenn ein Kind, bevor es überhaupt auf die Welt kommt, schon stirbt, ist das natürlich ein Thema, was viele einfach auch emotional nicht packen. Selber auch Angst haben, darüber zu reden. Vielleicht auch selbst mal betroffen gewesen sind, weil es ist tatsächlich ein Thema, was viele Frauen betrifft. Es ist eben keine Rarität, sondern ein sehr häufiges Ereignis. Trotzdem wird da wenig drüber geredet. Wie sieht das aus, wenn eine Frau diese so schreckliche Nachricht bekommt, vielleicht bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt oder in welcher Situation auch immer, wenn sie erfährt, das, was da in meinem Bauch bis eben noch gelebt hat oder was ich dachte, was lebt, das lebt nun nicht mehr. Vielleicht ist da keine Herzaktivität oder was auch immer mehr feststellbar. Wie muss man reagieren? Wie fängt man diese Frauen am besten ab? Wissen Sie, das ist auch für viele Ärzte eine sehr schwierige Situation, weil, also ich selber habe auch Kinder und natürlich ist es so, dass man auch bei diesem Thema emotional betroffen ist. Man kann sich richtig reinversetzen in die Frauen, wenn sie diese fürchterliche Nachricht bekommt. Und es ist auch sehr schwierig, wenn sie auch nicht so häufig mit dieser Thematik konfrontiert sind, selbst als Arzt adäquat darauf zu reagieren. Das ist ja eine Situation, Sie haben eigentlich als Arzt bei einer Routinekontrolle die Situation, dass Sie eigentlich auch den Frauen was Positives mitteilen möchten, dass es gut gewachsen ist, dass alles schön ist. Und Sie werden auch überrascht fast immer in dieser Situation. Sie machen also zum Beispiel einen Ultraschall und stellen dann plötzlich fest, es sind keine Herzaktionen mehr da. Wie bringt man das bei? Ne? Eben. Und das ist in einer Situation, wo Sie selber eigentlich Positives vermitteln wollen und auch erstmal schockiert sind, weil selbstverständlich, wenn ich einen Ultraschall mache und stelle bei einer Frau fest, gerade in einer fortgeschrittenen Schwangerschaftswoche, dass das Kind nicht mehr lebt, kann man sich auch nicht einfach umdrehen und sagen, es tut mir leid, das Kind ist tot, sondern das so rüberzubringen, dass sie eine Hilfe vermitteln, dass sie aber auch versuchen natürlich diesen Schock der Frau so mitzuteilen, dass sie nicht komplett dekompensiert in dem Augenblick. Das ist psychologisch eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. Werden Sie als Ärzte in irgendeiner Weise geschult oder muss man sich da wirklich auf sein Feingefühl, auf seine menschliche Kenntnis, sage ich mal, verlassen? Oder kann man das überhaupt nicht generalisieren? Also die Ausbildung, gerade im Bereich der Geburtshilfe, ist natürlich im Studium eher schlecht. Das muss man sagen. Es gibt viele Ärzte, die nicht mal eine Geburt gesehen haben, geschweige denn auch mit dieser Thematik überhaupt in der Ausbildung konfrontiert werden. Natürlich ist es so, im Bereich der Geburtshilfe, wenn Sie Gynäkologe sind, dann sind Sie natürlich schon eher konfrontiert mit solchen Situationen, aber es verlangt schon eine enorme Einfühlsamkeit, um auch richtig damit umzugehen. Es gibt viele Floskeln, wir haben die auch in dem Buch beschrieben, von Ärzten, wo man wirklich merkt, dass es auch eine Art Hilflosigkeit ist, um damit auch für sich selber umzugehen. Es ist ja nicht so, dass nur die Frau betroffen ist, sondern natürlich ist man als Arzt auch betroffen. Und es verlangt enorme Professionalität in dem Augenblick, so auf die Frau einzugehen, dass es auch wirklich eine Hilfe ist. Und es sind ja auch verschiedene Phasen. Es ist ja so, dass es nicht nur mit diesem ersten Feststellen des Todes des Kindes, sondern die Frau muss ja über die gesamte Zeit danach auch betreut werden. Das heißt, sie müssen, nachdem das zum Beispiel festgestellt wurde, der Frau erklären, dass man das Kind natürlich auch irgendwie gebären muss. Ja. Das heißt, also auch das Entbinden ist natürlich in dieser Situation besonders dramatisch, weil eine Entbindung eines toten Kindes ist natürlich ganz, ganz einschneidend für die Frau. Und dann geht es natürlich darum, wenn das Kind auf der Welt ist, wie verabschiedet man sich von dem Kind? Wer soll sich alles verabschieden von dem Kind? Wer betreut die Frauen? Wo sollen sie entbinden? Alleine die Tatsache, in einem normalen Kreißsaal zu entbinden, wo sie nebenan eine Frau haben, die gerade ein Kind bekommen hat, glücklich ist. Man hört es schreien. Man hört es schreien, ja. Genau. Dann natürlich, auf welcher Station wird sie untergebracht, wenn sie entbunden hat. Auf einer normalen Wochenbettstation finde ich fast eine seelische Folter für die Frauen, weil sie sehen da nur glückliche Menschen, die gerade ein Kind bekommen haben. Dann natürlich auch die Schwestern, die natürlich einen großen Anteil auch daran haben, sie adäquat zu betreuen. Also
Wir haben festgestellt, dass auch Schwestern, die selber schwanger sind, die haben wir natürlich auch, Gott sei Dank, dass die enorm darunter leiden. Das heißt also, die Betreuung einer Frau mit einem toten Kind, wenn sie selber ein gesundes Kind im Bauch haben, ist auch für die Schwestern eine enorme Herausforderung. Auch Schwestern, die selber Kinder bekommen haben. Und wir merken das immer, dass also auch eine ganz gedrückte Stimmung immer ist, wenn Frauen mit dieser Situation zu uns kommen. Ich finde es auch schade, dass wenig Möglichkeiten bestehen, zum Beispiel für das Personal auch eine Nachbearbeitung dieser Situation zu machen. Wir haben jetzt eingeführt, und das ist auch, hat, glaube ich, auch Modellcharakter, Supervision zu so einem Thema zu machen. Dass man also auch das Personal so betreut, dass sie erstens das Problem verarbeiten können, aber auch Hilfestellung kriegen, wie sie richtig mit dieser Situation umgehen. Also so umgehen, dass es auch eine Hilfe für die Betroffenen ist. Sehr, sehr komplexe Thematik. Auf Meiner jeden Ansicht Fall. nach in den allermeisten Kliniken bis jetzt auch eher schlecht gelöst. Ich wollte gerade sagen, das hört sich sehr, sehr umfassend und umsichtig auch an, was Sie beschreiben. Man hofft natürlich, dass es überall so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man nicht wirklich zum Beispiel zu Ihnen kommt oder in eine sehr, sehr gute Klinik, die mit der Nachsorge, Vorsorge genau beschäftigt ist, dass man da als Frau auch wirklich, ja, natürlich ohnehin ein Trauma davon trägt, Ja. aber das ist ja unheimlich komplex, also was Sie gerade beschreiben, ne? Es ist die Entbindung selber, da wollte ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass wenn das Kind eine bestimmte Wochenzahl schon im Bauch verbracht hat, eine bestimmte Größe hat, dass man dann eventuell, ja, also man gebärt man das Kind auf normalem Wege oder kann eventuell ein Kaiserschnitt das noch etwas erleichtern, weil man eben dieses Ganze dann ein bisschen von sich abschotten kann, oder ich. Also das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt ist und wo man auch ganz klar sagen muss, der beste und sicherste Weg ist die normale Geburt. Eine Kaiserschnittentbindung macht man eigentlich so gut wie nie. Dann muss wirklich eine Blutungsproblematik oder irgendwas anderes im Raum stehen, wo die Mutter gefährdet wird. Wichtig ist, der Mutter klarzumachen, dass sie natürlich für nachfolgende Schwangerschaften wesentlich besser dran ist, wenn sie das Kind normal auf die Welt bringt. Das heißt aber, dass sie sowohl von ärztlicher als auch von Hebammenseite so betreut werden muss, dass es tatsächlich kein Trauma für die Frauen sind. Und wir haben auch anhand der Geschichten einige Beispiele, wo man immer wieder hört und immer wieder feststellt, dass eigentlich dieser Geburtsschmerz, der ja bei Frauen, die ein gesundes Kind auf die Welt bringen, schmerzhaft ist, aber nachher sich eigentlich positiv entwickelt. Das heißt also, das ist sozusagen der Weg zum Ziel, dass man ein Kind gesund auf die Welt bringt. Aber Schmerzen zu haben in einer Situation, wo man weiß, es hat ein negatives Ergebnis, ist natürlich nochmal so schwierig, auch sehr schwer zu verarbeiten. Und da brauchen Sie ein besonders Fingerspitzengefühl, um die Frauen auch auf diesem Weg zu begleiten. Und wissen Sie, Sie sagen jetzt gerade, in so einer guten Klinik zu entbinden. Also, das ist bei uns auch so, dass es eine sehr harte Arbeit war, das so hinzukriegen, dass die Frauen sich gut betreut fühlen. Wir haben also von der Aufnahme von Patienten mit solch einer Problematik über den gesamten Verlauf bis zur Entlassung und der Nachsorge, also zum Beispiel psychologische Betreuung von solchen Patienten, das sehr intensiv strukturiert, also richtig einen Ablaufplan gemacht. Da gibt es ja viele Fragen. Das Kind muss fotografiert werden. Eltern sollten sich verabschieden von dem Kind. Was bei vielen Frauen auch erstmal einen Schrecken auslöst. Ich soll ein totes Kind auf den Arm nehmen. Das ist auch eine Sache, wo manche Frauen sagen, will ich nicht. Erstmal auf Distanz gehen. Wenn sie das aber nicht machen, dann ist es häufig so, dass es in der Nachbearbeitung ein großer Verlust ist, weil sie sagen, ich konnte mich nicht von meinem Kind verabschieden. Das heißt also, da muss man manchmal auch sehen, dass man ein bisschen drängt, dass sie wirklich sich verabschieden von dem Kind. Die Frage des Fotos, die Frage Fußabdruck zum Beispiel, die Frage nachher der Bestattung, das sind auch Themen, die eine ganz große Rolle spielen. Und das ist eine Sache, wir haben richtig eine Checkliste sozusagen, an was man alles denken muss. Genau, das Gefühl habe ich auch beim Zuhören, dass da sehr, sehr, sehr viel zu beachten Ja, und ist, wir haben ne? das auch gemacht mit allen Berufsgruppen zusammen. Also wir haben zum Beispiel eine Seelsorge im Haus, die sich auch mit eingeklinkt hat sozusagen, die gesagt haben, wir bieten unsere Hilfe an, von seelsorgerischer Seite mit den Frauen zu sprechen. Wir haben die Schwestern, die Hebammen, die Ärzte mit einbezogen, die Kinderärzte mit einbezogen, weil da ist natürlich auch die Frage, dass man wirklich in diesem gesamten Komplex nichts vergisst vom Ablauf.
Das hört sich jetzt sehr mechanisch an, eine Checkliste abzuhaken, aber Sie glauben gar nicht, wie wichtig das ist, dass nicht im Nachhinein zum Beispiel das Foto vergessen wurde. Weil es lässt sich ja nicht wieder Das sind rückgängig Sachen, die Sie machen. nicht rückgängig machen Ja. können. Und ich glaube, dass man wirklich sich sehr viel Gedanken darüber machen muss, über dieses Thema, um es so zu gestalten, dass die Frauen wirklich nachher mit einem, ich will nicht sagen guten Gefühl, aber dass ihnen wirklich in dieser schweren Situation gut geholfen wurde. Sie haben eben schon beschrieben, und ich hatte auch das Glück, schon mal blättern zu dürfen in Ihrem Buch Sternenkinder, dass da sehr, sehr viele Frauen, betroffene Frauen, die das selbst erlebt haben, zu Wort kommen, dass sie ihre Erlebnisse runtergeschrieben haben, also sehr, sehr private Notizen auch. Vielleicht mögen Sie mal ein, zwei Passagen herausgreifen, dass man sich mal vorstellen kann, was da für Gefühle, wie die verrückt spielen sozusagen. Ich will mal zwei kleine Beispiele nur sagen, auch für die Geburt. Also zum Beispiel eine Patientin, die eben ein Kind im Bauch hatte, was eben schon sehr groß war und dann gestorben ist und festgestellt wurde bei der beim Ultraschall, dass das Kind nicht mehr lebte, dass man einfach auch mal so klar macht, wie das für die Frauen ist. Also sie schreibt zum Beispiel, so grausam die Geburt auch war, so wichtig war sie für mich. Denn nur so wurde dieser Schicksalsschlag wirklich und ich bekam die Möglichkeit, mich von meinem Kind zu verabschieden, das für immer einen Platz in meinem Herzen hat. Irgendwann nahm meine Hebamme mir Janis ab, brachte ihn in eine kleine Wiege und bat die Schwester, eine Digitalkamera zu besorgen für das erste und letzte Erinnerungsfoto. Ich sah zu, wie sie Blümchen um meinen Schatz dekorierte und versuchte, mir das kleine Gesichtchen einzuprägen. Da lag mein kleiner Sohn, der wochenlang in meinem Bauch getobt und von seinem Papa jeden Abend eine Geschichte vorgelesen bekommen hat. Und jetzt würden wir nie sein Lachen hören, seine Augen sehen oder erleben, wie er laufen lernt. Und daran sieht man zum Beispiel, wie wichtig auch diese direkte Phase nach der Geburt ist. Was die Nachbearbeitung angeht, und vor allen Dingen die Frage auch die sich jede Frau stellt, wie konnte es dazu kommen? Es ist auch, zeigt auch, dass man wirklich dass es ganz wichtig ist, mit den Frauen auch zu besprechen, was die Ursachen sind. Und auch den meisten Frauen klar machen, dass sie eben nicht schuld sind daran. Weil in der Nachbearbeitung kommt es immer dazu, manchmal auch zu wirklich Wut darüber. Und zu den Fragen, bin ich schuld daran? Auch ein Beispiel. Immer wieder taucht auch die Frage auf, wie wäre es jetzt wohl, wenn Janis bei uns lebte? Gerade zu Stichtagen oder wenn man ein Baby sieht, das ungefähr genauso alt ist. Und es tut weh, wenn man dann wieder spürt, dass man diese Frage, genauso wie das Warum, nie beantwortet bekommt. An diesen Tagen haben die Gefühle Oberwasser und in mir ist dann eine Mischung aus Wut, Schmerz und Trauer. Dann bin ich besonders empfindlich und reagiere sehr gereizt auf meine Umwelt. Leider sind viele Menschen sehr unsicher im Umgang mit trauernden Eltern und vermeiden das Thema, um uns nicht zu verletzen. Dabei will ich über meinen Sohn reden, denn nur so kann er nicht vergessen werden. Er hat auf seine Art und Weise unser Leben tief berührt, während wir im normalen Leben langsam unseren Weg finden und ich meine Trauer bewusst verarbeite, gibt es auch immer noch die besonderen Tage. Und das zeigt eben auch, und ich glaube, das kann man auch gerade Zuschauern mit auf den Weg geben, dass die allermeisten Eltern, ich will auch die Männer mit einbeziehen, auch reden wollen. Man traut sich ja nicht. Wenn man hört oder weiß auch, dass jemand schwanger ist und hört dann plötzlich, das Kind ist gestorben, dann ist häufig eine Reaktion, gerade von Bekannten oder Freunden, ruf mal lieber nicht mal an, lasse erst mal das verarbeiten. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also viele wollen darüber reden, wollen auch ihren Schmerz teilen und es tut manchmal einfach gut, mit Menschen zu reden darüber. Von ärztlicher Seite ist es wichtig, und das ist nicht in einem Gespräch getan, sondern dazu sind halt wirklich viele Gespräche notwendig, meines Erachtens in den allermeisten Fällen auch eine psychologische Betreuung, dass man eben den Frauen klar macht, dass sie nicht schuld an dem Tod ihres Kindes sind, weil sie glauben gar nicht, man versucht dann immer wieder Kleinigkeiten sich in Erinnerung zu rufen. Zum Beispiel vor kurzem eine Patientin, die sagte mir, ja, wir haben zu Silvester einen Sekt getrunken. Kann das die Ursache sein, dass mein Kind gestorben ist? Verstehen Sie? Oder dass man mal eine Zigarette geraucht hat oder mal irgendeinen kleinen Unfall mit dem Fahrrad Man gehabt versucht hat? einfach Gründe zu Genau. finden, um das für sich Genau. verarbeiten zu Genau. können, ne? Und das ist natürlich so, dass das sind eben nicht die Gründe, warum ein Kind stirbt. Man findet auch in den allermeisten Fällen keine direkte Ursache. Sondern das sind halt wirklich schicksalhafte Verläufe in aller Regel.
Und das muss man halt wissen und muss aber den Frauen auch klar machen, dass sie nicht dann bei sich die Schuld suchen. Ich denke, auch deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das habe ich auch in Ihrem Buch gelesen, dass eben diese Nachsorge absolut nicht in dem Moment endet, in dem die Frau entlassen wird, sondern dass man sich als Betroffene vielleicht mit dem Partner zusammen auch quasi ein Leben lang damit beschäftigt. Und in Ihrem Buch sind auch viele hilfreiche Links im Internet, zum Beispiel für Foren, wo man sich austauschen kann mit anderen Eltern, die Sternkinder haben, dass man da wirklich Hilfe findet. Richtig? Also ich bin ja selber leidenschaftlicher Leser von Foren, muss ich zugeben, weil man merkt immer auch, was man als Arzt alles falsch macht, weil man sich über manche Sachen auch gar keinen Gedanken macht oder Sachen, die für einen selber selbstverständlich sind, für viele Patienten oder Betroffene eben nicht selbstverständlich sind. Nicht nur zum Thema Sternkinder, sondern auch zum Thema normale Geburt. Mhm. Also Dinge, die man selber vielleicht gar nicht so dramatisch empfindet, weil sie halt nicht so dramatisch sind, für die Betroffenen aber sehr dramatisch sind. Und ich habe festgestellt, bei den Foren ist natürlich häufig ein Austausch, der auf sehr unwissenschaftlicher Basis stattfindet. Also viele Sachen, die einfach auch falsch emotional, zum Teil aber auch falsch erklärt wird. Und umso wichtiger ist es halt auch, hier eine gewisse Kompetenz anzubieten, dass die Frauen auch die richtigen Informationen bekommen. Mhm. All das zu finden in Ihrem Buch Sternkinder. Vielleicht mögen Sie es ganz ungeniert nochmal in die Kamera halten, ja, dass man sehen kann, dass sich dieses Buch wirklich lohnt. Nicht nur als Betroffene, sondern ich denke auch als indirekt Betroffene, die vielleicht Menschen kennen, denen das passiert ist, oder ganz allgemein. Also es hat mich auch sehr berührt, obwohl ich mit dem Thema vorher noch nichts zu tun hatte. Herr Professor Ragosch, herzlichen Dank, dass Sie hier waren und uns zu diesem Thema ein bisschen was erzählt haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich auch sehr für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns heute in einer Woche an dieser Stelle wiedersehen werden. Da gibt es natürlich eine neue Sendung dann von Nachtvorlesung nachgefragt. Und damit Ihnen die Zeit nicht so langweilig wird, bis dahin können Sie gerne mal vorbeischauen auf unserer Internetseite www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Da finden Sie nämlich alle unsere bisher gesendeten Sendungen auf einen Blick und können sich da mal munter durchklicken. Also, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss!